Hallo liebe Zuschauer, ihr schaut euch gerade News Product Reviews an und heute testen wir das Elephone P8 Mini. Das P8 Mini kostet ca. 150 Euro und hat sehr gute Hardware. Das CPU ist ein MediaTek MT6750T Octa-Core. Wir haben 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher, was sehr viel ist. Dann haben wir die Vorderkamera, die 16 Megapixel sein soll. Die hintere Kameras sind 2 Megapixel plus 13 Megapixel. Es handelt sich um ein Handy mit 2 Kameras. Wir haben hier auch LTE. Android 7.0. Das Display ist ein 5 Zoll FHD Display, 2680 mAh Akku. Das Gerät selbst hat kein Gorilla Glas, also kommt es mit einer Display Schutzfolie, die schon drauf ist. Und wir bekommen noch eine zusätzliche transparente Hülle für das Gerät. Das Ganze klingt ziemlich gut soweit. Die Schwächen, die ich fast sofort bemerkt habe, nachdem ich das Gerät geschaltet habe, waren, dass das Gerät an erster Stelle keine Notifikations-LED hat, also keine Benachrichtigungs-LED vorne, und die Tasten vorne leuchten auch nicht. Das heißt, wenn es dunkel ist, müsste man sich daran gewöhnen, was eigentlich kein Problem ist und es dauert auch nicht lange. Dafür ist das Handy sehr gut verarbeitet. Es sieht sehr schön aus. Hinten haben wir eine große Metallplatte und ansonsten ist alles Plastik. Dennoch sieht es sehr gut und sehr hochwertig aus. Es fehlt leider ein USB-Typ-C-Port hier. Wenn man den Preis bedenkt und was wir schon im Handy inzwischen haben, kann man sich nicht beschweren. Wir haben die Möglichkeit, entweder 2 SIM-Karten gleichzeitig zu nutzen oder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Gleichzeitig. Normalerweise würde ich mich über sowas beschweren, aber da wir hier einen internen Speicher von 64 GB haben, ist das für mich kein Problem mehr. Ich stecke einfach die 2 SIM-Karten und bin damit zufrieden. Eigentlich ist das sogar besser für mich, weil ich dann nur einen Speichertyp habe und somit auch nicht Probleme mit der Applikation habe, wenn die sich woanders installieren als da, wo ich es will. Der Fingerabdrucksensor, den wir hinten am Handy haben, funktioniert sehr gut. Er lässt sich leicht einstellen und funktioniert jedes Mal problemlos. Ich hatte bei der Aufnahme ein paar Probleme, einfach weil ich durch die Kamera schaue auf das Handy und nicht genau erkennen kann. Das ist ein bisschen verwirrend, aber ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, im normalen Gebrauch funktioniert das problemlos jedes Mal. Da die Hardware-Specs so gut sind, habe ich mir gedacht, dass ich das zuerst über unseren AnTuTu-Test teste und AnTuTu zeigt, dass wir hier knapp über 40.000, also nicht knapp, eigentlich sind es fast 41.000 Punkte, die uns hier vorliegen. Zum Vergleich, im Normalfall reichen nun schon mal 24.000 Punkte, also fast das Doppelte liegt hier vor. Das bedeutet, dass dieses Handy so ziemlich jede Aufgabe problemlos meistern wird. Ob es nun Spiele sind, sogar die ganz grafisch intensiven oder Browsing, Social Media etc. Die hinteren 2 Kameras sind sehr interessant. Sie machen sehr gute Fotos mit einer schönen Farbdarstellung. Allerdings sind die Fotos auch nichts, was uns vom Hocker hauen wird. Zwar ist das Ergebnis sehr gut, aber wie gesagt, man kann nicht von 150 Euro Handy erwarten, dass es Fotos wie ein 800 Euro Handy macht. Aber dennoch ein sehr gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, wie wenig Geld wir hier pro Komponent bezahlen. Also, wir gehen jetzt weiter zum Browsing. Browsing ist einfach kinderleicht für dieses Handy. Ich habe keinerlei Verlangsamungen feststellen können, egal ob ich das Handy jetzt mit 100 Tabs im Hintergrund hatte. 100 ist übertrieben, offensichtlich habe ich nicht so viele drauf gehabt. Aber egal wie viele es waren, war es nie ein Problem. Die schwersten Spiele, die ich finden konnte, habe ich da gestartet und man sieht, die Bildrate ist absolut flüssig. Wir haben keine Verlangsamungen, keine Probleme jeglicher Art. Das Handy ist auch kaum warm geworden. Da, wo andere Handys schon richtig heiß werden, hat dieses Handy gar kein Problem. Und wenn ich andere sage, meine ich andere Handys in dieser Preisklasse. Natürlich insgesamt ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich werde Links zu Amazon unten in der Beschreibung haben, falls ihr interessiert seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.